Willkommen bei FIFA 14 Ultimate Team, hier bei den Let's Play Boys am Samstag. Und heute spielen wir mit der deutschen Mannschaft. Gestern lief es ja ganz gut in der 6. Liga, da haben wir ein 4-1, war das glaube ich, ja doch, das war ein 4-1 rausgeholt. Und dann heute mal sehen, was wir mit der deutschen Mannschaft da erreichen können. Vielleicht bekommen wir ja jetzt einen besseren Gegner oder vielleicht auch wieder einen mittelmäßigen. Also die Mannschaft gestern von ihm, die war ja nicht schlecht, ne? Also das war ja eine gute Deutsche, die er da hatte. Aber da war ich eben halt so ein bisschen stärker, hatte da halt Fehler gemacht, die ich dann ausgenutzt habe. Und ja, mal sehen, wie das jetzt hier mit der Deutschen läuft. Von der Besatzung her bin ich da eigentlich nicht so schlecht aufgestellt. Ich glaube, er redet. Tatsache, der redet. Oh my god. Der redet echt. Look at absolute fucking shag here. Ist ja nice. Alter, der hat Hazard. Holy shit. Oh, David Luiz und so. Ja, nicht schlecht. Sturm könnte er noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, der stört mich irgendwie. Mach ich noch ein bisschen leiser. Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison. So, wir spielen in Old Trafford. Mal sehen, was wir da jetzt so reißen können gegen den. Da bin ich mir jetzt mal. Bin ich jetzt sehr gespannt. Vor allem, wie seine Kommentare werden. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute Sun Quanzhong. Sun Quanzhong. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation. Und wieder rüber. Schade. Der Thomas ist das. Hallo Thomas. So, jetzt kann er natürlich erstmal schön kontern. Ja, Dante. Steht da gut. Aber er fand mein Team schon mal eigentlich ganz gut, also. Oh, was? Schade, das war abseits. Kann ich nochmal schnell noch Laser drehen? Weil das verwirrt mich nämlich immer. Aber die Anfangsphase ist schon mal ganz gut. Hatte ich ja schon mal eine dicke Chance. Aber der Schiedsrichter hat aufgepasst. Abseits. Lewandowski. Was können wir heute von ihm erwarten, Frank? Ja, das ist ja seine große Stärke, dass er immer. Aber schlecht wird er auch nicht sein. Also, ich bin mal jetzt sehr gespannt. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Oha, oha, oha. Oh Gott, da haben wir aber auch einen schönen Patzer geleistet da hinten. Er hat ja, glaube ich, dann ist er da mit Hazard, glaube ich, oder mit Marta, ich weiß es nicht. Aber okay, wenn ich da hinten Dante oder Hummels habe, das ist nicht so die schnellste Abwehr. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Mario Götze, der macht sie nicht selber rein. Er bereitet das mit den langen Bällen, das läuft irgendwie gerade noch nicht so bei mir. Oh, schade. Nochmal Blanche Kasse. Schieß, 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 schieß. Oh, scheiße. Wieder eine gute Chance. Ah, was soll das denn hier? Aber er sagt irgendwie nichts mehr. Ich dachte jetzt, er sagt was. Also eben in der Lobby hat er noch was gesagt. Nein, das sind keine Egoisten. Oh Gott. Marco Reus. Alaba. Ah, schade. Schade, hat er aber gut eigentlich kombiniert. Nur dann der letzte Pass, der muss halt auch mal sitzen. Er hat eben die technischen Voraussetzungen. Ja, da Reus arbeitet auch mal hinten gerne mit. Komm, Lewandowski, lauf. Schade. Koppen. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Boah, der kommt, schade. Ah, der Reus, der kann das. Ist jetzt heute alles auf Reus, also. Oh, Dante. Schade, da kommt Tschech rausgelaufen. Den ich mir vielleicht auch noch holen werde, anstatt Lloris. Weil das gestern, das war ja irgendwie nix. Aber was war das denn? Zum Glück habe ich da einen Hummels, der macht das immer.
Lewandowski. So, jetzt aber Aubameyang. Oh, das war noch sogar noch abgefälscht. Gute Reaktion von Tschech. Mann, oh Mann. Da holt er immer sein Torwart raus. Da kann er natürlich nicht köpfen mit Dante oder so. Boah, Mann. Alter, der ist gut, der Tschech. Der ist echt gut. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh, oh, das war eigentlich, wollte ich nach hinten passen. Aber auch er vertut sich. Ja, das ist immer das bisschen das Problem. Man passt irgendwie, man drückt schon einen Knopf. Also irgendwie X zum Ball abnehmen oder so. Und dann auf einmal kommt man halt an den Ball. Götze. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Ja, das war klar. Das war echt gut gemacht. 32. Gerard. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, da kam ich mit Hummels einfach irgendwie nicht ran. Da hat er einfach nicht den Ball abgenommen. Und Dante auch. Boah, komm, lass mal ein bisschen laufen. Aber ich meine, das war Gerard. Der ist jetzt nicht gerade der Schnellste. Also da hätte man auch gerne mal das Laufduell gewinnen können. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schade, Eckball. Aber wie mache ich das immer? Logisch, das muss Eckball geben. Nein, rüber, Dante, der war doch da. Schade. Ja, ein Tick größer. Dante ist ja nicht schon groß mal mit seinem Riesenafro, ne? Nein. Ja, das sind natürlich genau die Situationen, die man im Oh Gott, schon wieder so schlecht gespielt. So, jetzt über Blaschikowski. Ne, also diese direkten Bälle, das wird nichts. Ich wollte es nur nicht einmal da so querlegen. Und das ist sie, die Schussstatistik. Und das ist ein schöner Beleg. Der Kopfball. Ausgetrickst nenne ich das. Tada. Ja, schon scheiße, wenn man sein Torwart immer so weit rausholt, wa? Dass er den Torwart da so weit rausgeholt hat, das ist ja unfassbar. Das würde ich niemals machen. Oh, Aubameyang, setz dich doch mal durch, da gegen den letzten, da wärst du am Ball. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Oh, oh. Schade, da wäre Alaba gerade angelaufen. Das war mein Handy, tut mir leid. Das war schon wieder mein Handy, tut mir leid. Oh, 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 Lewandowski. Na was, muss doch noch einer dran. Kann ich jetzt gerade nicht beantworten, weil wir wieder Schule haben. Also ich weiß es aber jetzt. Ich bin ja jetzt gerade hier im Spiel. Tian Aubameyang! Schade. Was? Wieso ist jetzt Vorteil? Ich habe doch gar nicht gefoult. Jesus Navas. Holy shit! Ach du Scheiße, das war echt knapp. Ich muss mal ganz kurz mein Handy auf stumm. Und es gibt Eckstoß. Eckstoß? Nein! Nein! Du stehst da alleine! Ach man, das geht ja nicht, man. Die können ihn da doch nicht so alleine lassen. Ach, kurz vor Abpfiff, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, ey. So ein Lacker. Oh, da wird er so alleine gelassen, das geht doch gar nicht.
Ja, gut, da wollte ich gar nicht jetzt, das war ein bisschen ungewollt. Ach gut, abgepfiffen. Ah, schade, da macht er noch den die Führung wieder. Mann, schade. Aber kein Ding, es ist nur ein Rückstand von einem Tor, also das macht gar nichts. Und es ist schon ein recht gutes Spiel, muss ich mal sagen. Ja, hier sehen wir es nochmal da. Ich glaube, da war sogar Hummels, war das? Ich bin mir nicht sicher. Aber der wollte mal wieder nicht hochspringen. Und ich hab einen ganz anderen bekommen, der wieder irgendwo anders stand. Und mit dem muss ich erstmal dahin laufen. Und ja, keine Ahnung, ist doof gelaufen. Also. Und mir ist irgendwie gleich kalt. Boah, ich kann meinen Kopf nicht drehen. Ich habe mich heute so verlegen. Das tut so arschweh. Man hört im Hintergrund so ein bisschen sein Radio oder sowas, was er da gerade hört. Auf jeden Fall will er gerade nicht weitermachen. Vielleicht wechselt er. Jetzt kommt noch Aguero oder so. Nö, er hat nur runterlaufen lassen. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Marco Reus. Shit! Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich der Spiel. Entschuldigung. Ah Mann, wäre der da durchgekommen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Oh, was läuft da? Ey, die laufen gerade alle an den Bällen vorbei, an meinen Pässen. Ja, Neuer, der hält auch mal das. Unfassbar. Es geht doch, es geht doch. Logisch, das muss David Luiz muss da gedeckt werden. Oh, da ist ein Spieler verletzt. Scheiß drauf. Da nehmen wir jetzt keine Rücksicht drauf. Oh, Lewandowski, lauf da hin. Ach, Mann. Du bist echt so eine Hohlbirne, ey. Ah, Eckball schon wieder. Aber bei den Eckbällen, da bin ich mir nicht so sicher, wie das wird. Da bin ich mir immer ziemlich unsicher hier. Ja, diesmal ging es gerade noch so gut. Uiuiui. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Alaba. Nein! Boah, wo passt der denn hin? Was soll diese Scheiße denn? Alter, da habe ich nicht hingedrückt. Ey, was soll diese Scheiße immer? Oh Mann, ey, das wäre eine richtig geile Chance gewesen. Nein, ich bin FIFA. Ich muss ihm das mal wieder versauen. Lewandowski. Gündogan. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Götze. Also langsam reicht's mir da. Aubameyang läuft einfach mal nicht. Genau, ja, er schießt jetzt mal wieder nicht. Mhm. Ja, das ist. Ey, das Spiel ist wunderbar. Also wenn ihr irgendwie runterkommen müsst, ja, hatte gerade irgendwie Stress oder sowas, das ist super, um sich nicht aufzuregen. Mann. Das gibt's ja wohl nicht. Der Ball prallt vor ihm ab und landet ihm aus. Jetzt habe ich auch noch Pech. Das ist ein super Spiel. Also es war ganz gut, aber jetzt kotzt mich das dann echt an. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Ja, klar, im Abseits. Hm? Ich hatte ihn eigentlich, ja, mach weiter jetzt. Ich bin auf gleicher Höhe gesehen. Ich wollte gerade, aber ich mache jetzt auch. Na, Konter, das wäre glaube ich blöd, weil ich eigentlich eher. Nee, mein Freund. Lewandowski. Jetzt haben sie sich den Ball. Ah, Lewandowski, du bist einfach nicht schnell genug.
Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, das könnte was werden. Das ist abseits. Ach man. 67. Minute, das geht doch nicht. Deswegen abseits. Mach weiter jetzt. Ah, komm, ich mach mal. Ja. So, jetzt habe ich mal auf offensiv gemacht. Gleich stehe ich hinten nicht mehr ganz so dicht. Marco Reus. Wunderbar gemacht. Aber die Hauptsache ist auch gerade, dass ich jetzt nochmal hier den Ausgleich schaffe. Nein, daneben, so knapp, nein. Scheiße. Mach weiter. Balleroberung im Mittelfeld. Oh Mann, das Spiel war eigentlich so geil. Der Verteidiger sofort profitiert. Was? Das war noch gar nichts. Sonst gibt's hier die lustigen Holzhackerwurf. Ah, Gerard will er da so abziehen. Ui. Ja, man kann es ja mal versuchen, ne? Ich meine, Gerard, gut oder nicht. So, ich spiele nicht mehr so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, jetzt spiele ich ihn schwindelig. Hat nicht so ganz funktioniert. Reus. Götze. Nein. Aber allein die Chance eben, ey, och man. Wieso sollte Aubameyang auch einfach mal seinen Kopf aufstrecken und den irgendwie annehmen? Ach Quatsch, das wird überbewertet. Man ist ja ziemlich alleine und warum sollte man da noch den Ball annehmen, ne? Das war auch super. Oh, ich hatte noch 10 Minuten. Ich könnte wetten, so in der letzten Minute oder so, macht er noch ein Tor. Hatten wir auch schon in irgendeiner Folge. Da war ich kurz noch vom Ausgleich. Und dann hat er mich aber dann doch noch weggenetzt. Indem er kurz vor Schluss nochmal ein Tor gemacht hat und ich dann mit 2 Toren hinten lag. Holt er sich den Ball zurück. Wunderbar nachgesetzt. Lapsus wettgemacht. Kann er sich den Ball holen? Ja. Na ja, die Dinger hast du auch schon mal gehalten. Möchte ich nur mal so anmerken. Und hier kommt die Eckballstatistik. Ich will nicht, dass es mit dir so endet wie mit Lloris. Götze? Ich dachte, da läuft jetzt gerade Reus, aber... Alter, noch 4 Minuten, das gibt's doch nicht. Ja, lauf da erstmal hin. Ich kann nicht mal den Kopf schütteln. Boah, gerade so. Ich kann nicht mal den Kopf schütteln vor Enttäuschung, weil das so weh tut. Ich habe mich so extrem verlegen heute. Ja, komm, also das war jetzt auch nichts. Was? Allein, dass der durch wäre, ist ja schon mal geil. Na. Ja, das fand ich aber auch. Aber allein, dass der durchgekommen wäre, finde ich ja Hammer. Ja, genau dahin, wo niemand steht. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen. Hä? Was war denn nun? Der Assistent zeigt an, abseits. Was? Hä? Ja, auch wenn er es war. Hä? Das Spiel ohne Ball funktioniert. FIFA ist ein komisches Spiel.
Ja, super. Jetzt, wo ich gerade nochmal da kurz im Angriff bin, aber... Wieso auch nicht? War ja nur ein Konter, da pfeift der Schiri ja gerne mal ab. Ah, schade, Schüsse habe ich doppelt so viel, Schüsse aufs Tor habe ich auch doppelt so viel. Ah, scheiße! Aber das eine Ding da, oh, mit dem Kopfball, dass der nicht reingegangen ist. Ich hasse es immer so, da ging er an die Latte und dann hatte mein Spieler den Ball vor den Füßen und man drückt schießen. Nein, er schießt nicht und läuft, versucht ins Tor reinzulaufen. Ah, also, eine Niederlage jetzt und einmal gewonnen. Kann man nichts machen. Schade, aber ich fand das eigentlich relativ ausgeglichen. Aber ich hätte meine Chancen eben nutzen sollen und dann passiert eben sowas. Ja, ich habe nicht umsonst das HSV-Wappen da. Ja, die vergeben mir auch immer ihre Chancen, von daher macht das gar nichts. wir versuchen es dann morgen nochmal und dann vielleicht fürs Zugucken und dann bis morgen. Tschüss.